Jetzt ist die Aufzeichnung gestartet. Genau, das heutige Seminar wird ausgerichtet von INCOTA und der Romero-Initiative. INCOTA ist eine Organisation aus Berlin, die sich seit mehr als 50 Jahren gemeinsam mit PartnerInnen aus der ganzen Welt auf globale Missstände aufmerksam macht. INCOTA macht Kampagnen und Bildungsarbeit zu Themen wie Kleidung, Welternährung, Rohstoffe, Kakao und Klima. Die Romero-Initiative ist eine Menschenrechtsorganisation aus Münster, die zusammen mit PartnerInnenorganisationen aus Mittelamerika ein gerechtes und nachhaltiges Wirtschaftssystem fordert und sich unter anderem auch für wirksame Lieferkettengesetze einsetzt. Schwerpunktthemen sind Rohstofflieferketten, Bekleidung, Nahrungsmittel, Klima und Systemwandel. Beide Organisationen sind im AK Rohstoffe, im Arbeitskreis Rohstoffe aktiv. Das ist ein Netzwerk deutscher Nichtregierungsorganisationen, welches sich für höchste menschenrechtliche und ökologische Standards entlang metallisch-mineralischer Rohstofflieferketten einsetzt und eine Wende der deutschen Rohstoffpolitik einfordert. Und im Rahmen der Alternativen Rohstoffwoche, die vom 10. Oktober bis 17. Oktober diesen Jahres stattfindet, findet auch heute unser Online-Seminar statt. Das heißt, in den nächsten Tagen gibt es auch noch weitere Angebote, teilweise offline in Berlin, aber auch online. Und am 18.10. findet der Rohstoffgipfel in Berlin statt mit spannenden Panels von PolitikerInnen und zivilrechtlichen Organisationen. Auf jeden Fall viele spannende Diskussionen. Beim heutigen Seminar wollen wir uns blutiges Nickel in Guatemala angucken und werden da zuerst mit unserem Gast, mit unserer Gästin Simona Jagenova vom Kollektivo Madre Selva beginnen. Sie wird den Fokus auf die lokale Ebene in Guatemala legen, anhand des Falles der Phoenix-Mine. Als zweites wird Lara Siva von INCOTA den Fokus auf die politische Ebene legen und wirksame Lieferkettengesetze und weitere Lösungsansätze beleuchten. Und zum Schluss können wir diese beiden Ebenen zusammenbringen und uns der Frage nachgehen, welche politischen Lösungsansätze können die Menschenrechts- und Umweltlage um die Phoenix-Mine in Guatemala und darüber hinaus wirklich verbessern. Ja, mein Kollege Christian Wimberger auch von der Romero-Initiative wird jetzt das Kollektive Madre Selva noch etwas vorstellen. Vielen Dank, Theresa. Herzlich willkommen auch von mir. Wir haben heute Simona Jagenova eingeladen, von den Auswirkungen der Nickelmine Phoenix in Guatemala zu berichten. Simona ist Sozialwissenschaftlerin und Politologin. Sie arbeitet bei der Lateinamerikanischen Fakultät für Sozialwissenschaften. Ihr Spezialgebiet sind soziale Bewegungen. Sie hat in zahlreichen Studien aufgezeigt, wie sich soziale Bewegungen in Mittel- und Lateinamerika gegen extraktivistische Projekte wie zum Beispiel Palmölplantagen und Bergbauprojekten zur Wehr setzen. Sie sehen bei Simona im Hintergrund ganz viele Bücher. Einige davon hat sie wahrscheinlich sogar selbst geschrieben. Simona ist aber nicht nur Wissenschaftlerin, sie ist auch Aktivistin. Denn sie engagiert sich bei der guatemaltekischen Umweltorganisation Colectivo Madre Selva. Madre Selva unterstützt ländlichen und indigenen Gemeinden in Guatemala bei der Verteidigung ihrer Lebensgrundlagen. Dabei fördert das Kollektiv die politische Partizipation der Gemeinden und alternative Formen der Entwicklung in diesen Gemeinden. Wir als Romero-Initiative arbeiten mit Madre Selva in einem vom Entwicklungsministerium hier in Deutschland geförderten regionalen Projekt zum Thema Umweltgerechtigkeit zusammen. In diesem Projekt setzen sich die Organisationen in Mittelamerika dafür ein, dass die Regierungen das lateinamerikaweite Abkommen von Escazú umsetzen. Dieses Abkommen soll Gemeinden in Umweltkonflikten mehr Rechte, Teilhabe und Sicherheit garantieren. Als Mitglied im bergbaukritischen Netzwerk ACAFREMIN, das in ganz Mittelamerika aktiv ist, entwickelt Madre Selva gemeinsam mit den Organisationen aus den Nachbarländern Strategien und Kampagnen, um dieses Ziel zu erreichen, also dieses
die Bestimmungen des Abkommens von Escazú in den Ländern tatsächlich umzusetzen. Das Netzwerk Acaflimin mischt sich auch in der EU politisch ein. Vor kurzem hat nämlich Acaflimin mit fast 140 Organisationen die Europäische Kommission aufgefordert, die umweltbezogenen Rechte des Abkommens von Escazú in den Entwurf für das EU-Lieferkettengesetz aufzunehmen. Ja, so viel zu Simona und ihrer Organisation Colectivo Madre Selva. Liebe Simona, wir sind sehr gespannt auf deinen Vortrag über die Auswirkungen der Mine Phoenix und die Protestformen, die damit in Verbindung stehen. Vielen Dank, dass du heute hier bist und ich freue mich auf einen interessanten Abend. Me toca, ¿verdad? Bueno, buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias a ICR y Cota por invitarme. En el tiempo que me queda voy a tratar de brindar como un panorama por qué es tan importante ponerle atención a lo que sucede con la mina Fénix en Guatemala y sobre todo desde la solidaridad, desde las organizaciones sociales, ambientales y derechos humanos europeos y en este caso Alemania. Creo que es muy importante iniciar mi exposición con dos o tres elementos que creo que son muy importantes para entender de lo que está sucediendo hoy. Uno, hay que entender que hay una imbricación entre el Estado y la minería en el sentido que la legislación minera que emerge en la coyuntura posguerra es eminentemente extractivista, eminentemente favorece, digamos, a las empresas transnacionales en su afán de despojo. Y otorga una enorme cantidad de privilegios económicos a las empresas mineras. Esto no es, en este caso, digamos, la legislación minera y su reglamentación, hay que situarla en el sentido de lo que sucede, no solo acá, sino en muchos países de África también, en América Latina, en el sentido de que digamos, la industria minera tiene vínculos muy estrechos e intereses de clase con las élites de este país y con sus propios operadores, ¿no? Entonces, en tal sentido, considerando la naturaleza del Estado guatemalteco, que es un Estado que nunca logró comprometerse con la firma de la paz y un proceso de democratización real en la época posguerra, y unas élites que tienen control sobre los aspectos fundamentales del funcionamiento del Estado, han impedido precisamente que puede democratizarse el Estado y por lo tanto puede garantizarse derechos y derechos humanos como tales, igual que derechos ambientales. Entonces, este marco legislativo ha favorecido en la época posguerra pues que hubiera todo un boom, digamos, por parte de capitales internacionales interesados en explorar y explotar minerales estratégicos en este país. Un segundo aspecto que me parece que es muy importante y quizás es más importante que incluso el anterior, y eso tiene que ver con que no podemos hablar de la mina Fénix o digamos sin vincularlo con el momento histórico que estamos viviendo en términos de la crisis y disputa geoestratégica global y las múltiples transiciones que enfrentamos en este ámbito, digamos. Y claro está que el capital en su actual modelo de acumulación
se afinca específicamente en territorios que son estratégicos para su acumulación. Entonces, en el caso guatemalteco, por eso hablamos de que la mina Fénix es un caso paradigmático. Paradigmático porque el territorio Erchí, digamos, donde está ubicado la mina, es un territorio muy codiciado por capitales internacionales vinculados a minerales estratégicos como el níquel y otros minerales, digamos, que ahí se ubican. Y por lo tanto, la actuación de las élites y grupos de poder que están incrustados en el Estado y que tienen una muy estrecha relación con los intereses mineros, tienen un campo muy abierto, digamos, para favorecer ese tipo de operaciones y al mismo tiempo garantizar que estos funcionan. Ahora, ¿esto qué implica o qué significa? Eso significa que cuando yo digo que el capital en este momento histórico, y sobre todo en este caso Izabal y el lugar donde se ubica la mina, que es el municipio de El Estor, es un territorio estratégico para el capital transnacional, pero también nacional, y es un territorio con características particulares en el sentido que es mayoritariamente de pueblos originarios, en este caso el pueblo Erchí, que históricamente se ha asentado en este territorio desde muchísimo tiempo. Y para viabilizar este proyecto minero en su primera etapa, que fue en la década de los 60, que luego fue interrumpido por la guerra y reactivado en el 2017, ese territorio cuenta con una compleja estructura de poder en el cual interactúan el Estado en sus diferentes expresiones, interactúan quienes son dueños de la licencia, tanto los subsidiarias nacionales como las empresas transnacionales quienes asumen la minería, donde interactúan estructuras de militares y exmilitares que siguen jugando un papel fundamental de control social, de fiscalización, de monitoreo y de control social sobre la población. Y es un territorio donde, al fin y al cabo, este sistema de dominio complejo que se ejerce mediante control ciudadano, el Estado, la minera, y una serie de, han diseñado una estrategia y la han afinado que les ha permitido imponer el proyecto minero contra la voluntad del pueblo Erchí y ha dejado frente a la resistencia de las comunidades Erchí ante sus agravios, sus violaciones a los derechos humanos, han impuesto un sistema cuasi dictatorial en este territorio porque saben y quieren garantizar que este territorio puede ser utilizado para estos fines extractivos. Y eso es, entonces por eso yo hablo, cuando hablo en el caso del Estor o de la mina Fénix como un caso paradigmático, porque es un caso paradigmático que nos evidencia cómo el capital en determinados contextos, países y territorios, conjuntamente con estructuras de poder históricamente creadas y actualizados permanentemente, logran configurar un sistema de dominio complejo, lo que quiere decir que es un sistema de dominio que opera a diferente escala, que opera en distintas dimensiones, y que tiene nudos estratégicos claves para garantizar el funcionamiento de este proyecto extractivo. Y cuando me refiero a multiescala, porque pasa desde lo comunitario hasta lo internacional, y cuando
Me refiero a un sistema de dominio multidimensional, me refiero a las distintas dimensiones, no solo en términos económicos, en términos ideológicos, el uso sistemático de la violencia, la cooptación, la corrupción, y obviamente la violencia sobre la cual voy a regresar. Entonces me parece muy importante entender que cuando hablamos del proyecto Fénix, esto hay que comprenderlo desde esa lógica, desde esa mirada de capital, acumulación por despojo mediante mecanismos de dominio y un sistema bien integrado que tiene una enorme complejidad y tiene obviamente muy, muy altos costos para el pueblo erchi que vive en este territorio. Este proyecto minero, digamos, que tiene sus orígenes en los 60, se reactiva cuando se otorgaba una licencia de 247.99 kilómetros cuadrados y de una duración de 40 años. Fue prorrogado otros 40 años en el gobierno de Oscar Berger, que gobernó del 2004 a finales del 2007, 2008, digamos. Y esta prórroga permitió que este proyecto minero, a pesar de ciertos cambios en la legislación minera que prohibía una explotación minera más allá de 20 kilómetros cuadrados, y además ya habiéndose ratificado el convenio 169 que obligaba naturalmente al proceso de consulta libre, previa e informada, simplemente se prorrogó mediante mecanismos fraudulentos y mediante mecanismos de cooptación y subordinación de funcionarios públicos, digamos, para que simplemente se prorrogara, incumpliendo incluso esa laxa legislación minera, aspectos fundamentales de esa laxa legislación minera de la cual ya les hablaba. Y lo que hay que entender en este caso, si bien el proyecto, digamos, estaba en posesión de capitales mineros, que en el caso guatemalteco, pues, han hecho destrozos y lo siguen haciendo, este del capital canadiense pasó se ha adquirido por Solvay Investment Group, digamos, que es una minera transnacional, una típica minera transnacional, diría yo, con operaciones en diferentes países, con un sistema que tiene, digamos, es un negocio familiar en gran medida, sin embargo, que nace a raíz precisamente también del robo de la industria de aluminio por parte de oligarcas rusas y gente vinculada a eso. Pero bueno, eso no importa tanto. ¿Cómo lo es? Comienza este proceso de volver a activar el proyecto minero más o menos a partir del 2012 y hasta la fecha. O sea, estamos hablando más o menos ya de 10 años desde que esta cooperación, digamos, ha asumido esta licencia, digamos. Y inicialmente algunos plantearon que es una empresa rusa, eso no es así, es una típica empresa multinacional que sí tiene personajes de rusos, israelíes, kazajos, etcétera, que están vinculados a sus operaciones, pero no es una operación del Estado ruso como tal, y esto y está asentado, digamos, como hacen muchas empresas, como ustedes muy bien saben, digamos, en Suiza, precisamente por los altos grados de opacidad y corrupción que se tolera ahí por parte de las empresas transnacionales.
pero no quiero profundizar mucho. Una cosa que creo que es importante entender, que para Solvay Investment Group y su actuación en la última década ha demostrado que este proyecto precisamente era clave para la ampliación de sus operaciones en otros territorios y para la capitalización de Solvay Investment Group. Entonces, esto nos permite entender por qué, a pesar, digamos, de tanta presión, tanta denuncia, y sobre todo hoy que está muy en la mira, digamos, de la prensa internacional como de organismos de derechos humanos, la empresa pues sigue ahí, sigue operando y se niega absolutamente a abandonar el territorio, ¿no? Porque en este momento, más aún en este momento de guerra y enfrentamiento, digamos, que estamos observando, para la empresa mantenerse el tiempo que pueden en el territorio chií es fundamental para ellos. La otra cosa que me gustaría un poco, que me parece que es la parte más importante, y muchas luces sobre esto se arrojaron, y ya sabíamos, pero otros detalles obviamente los supimos a través de esta gran labor periodística que hizo Prensa Comunitaria y hicieron, digamos, ese consorcio de periodistas que se divulgó en Forbidden Stories, que nos permitió ver cómo este proyecto minero opera en este territorio y ahí, y porque afirmamos que es un sistema de dominio complejo y es un engranaje que en contubernio con las élites y el Estado ha impuesto, digamos, su voluntad en contra de los derechos y el deseo del pueblo chií. Y yo creo que ahí es muy importante entender que este proyecto minero, digamos, cuyo destino de exportación ha ido a Europa, a Ucrania, a diferentes lados, digamos, del mundo, digamos, a lo interno, casi desde que asume, conjuntamente con esta estructura, este tejido exmilitar contrainsurgente vinculado a familias oligárquicas que operan en la zona, que son propiedad de proyectos palmeros, proyectos de caña y otros, ¿no? Hay un tejido empresarial en la zona que es arraigambre oligárquico y tiene una larga historia también de imposición y violencia, pues obviamente encontró sus aliados naturales para reforzar esta estrategia de viabilizar este proyecto minero en la zona, porque de la cual ellos también se benefician indudablemente, ¿no? Entonces, y hay un aspecto que me parece que es muy importante cuando uno analiza los mecanismos que han trascendido ahora, es todos los mecanismos de corrupción y cooptación que han acompañado en los últimos 10 años, para no ir más atrás, este proceso de funcionamiento de la mina, digamos, ¿no? Y ahí vemos que por un lado, la mina, a raíz precisamente de los procesos de resistencia comunitaria, las protestas, el litigio estratégico que se ha librado precisamente porque la mina nunca, ni el Estado en este caso, nunca realizó la consulta libre previa e informada, y además por los impactos ambientales que el proyecto minero ha tenido sobre el territorio, esta resistencia creciente, digamos, por parte de mujeres y comunidades chiís, pues, digamos, contribuyó a que, no es causa, pero contribuyó a que la estrategia de violencia, control social, seguimiento, difamación y violencia sistémica se agudizara precisamente en estos últimos 10 años. Lo que no quiere decir que son los únicos responsables, porque cuando estaba la empresa minera canadiense en el 2017, pues ahí sucedieron las violaciones en el marco de un desalojo, surgieron las violaciones de 11 mujeres chiís, que hoy por hoy está siendo caso que se está viendo en Canadá, precisamente contra quienes en aquel entonces tenían la licencia, digamos. Pero cuando uno ve cómo operaban, o sea, por un lado la empresa
pagaba mensualmente dinero a las fuerzas de seguridad local, digamos, ¿no? Bajo el pretexto de apoyar a operaciones de seguridad. Y les pagaba tanto para eventos, digamos, de cuando había protestas, les pagaba gasolina, les pagaba bajo la mesa, o sea, una actuación totalmente ilegal, digamos, ¿no? Para, digamos, para que la policía, para garantizar que las fuerzas policíacas que han estado en la zona, igual que el ejército, digamos, estuvieran bajo y en coordinación con ellos, agrediendo a los defensores y defensoras de derechos humanos en protestas o post-protestas o durante los estados de sitio. O sea, digamos, estado de sitio es cuando se suspenden todos los derechos, ¿no? En los últimos 3 años ha habido 3 estados de sitio, digamos, ¿no? Donde hay un... Y el último fue en octubre del 2021, más de 500 policías, 700 soldados estuvieron en el territorio más de 2 meses violentando a la resistencia, estigmatizando a la resistencia, allanando las casas de la resistencia, capturando gente, agrediendo a las mujeres, digamos, entonces hay un vínculo, por lo tanto, de cooptación y eso se comprobó también, pago a las fuerzas de seguridad. Por otro lado, se sabía siempre, digamos, que hay a lo interno de la empresa, conjuntamente con la empresa de seguridad, y ahí es donde entran a funcionar las redes de militares y exmilitares que son históricos en el territorio, juegan un papel de inteligencia al servicio de la empresa, digamos, identificando a quiénes son los defensores, identificando dónde viven, qué hacen, dando un seguimiento vía drones, dando un seguimiento de vigilancia permanente en sus casas cuando iban a informar de las protestas, cuando iban a audiencias jurídicas. O sea, un proceso sofisticado de seguimiento y de inteligencia de carácter contrainsurgente, digamos, contra los defensores y defensoras del territorio. Ese también se comprobó vía estas filtraciones donde aparecen cuadros con nombres y personas que la empresa calificó como de alto riesgo para las operaciones de la empresa, con nombre y apellido, y fueron precisamente estas personas de alto y mediano riesgo que más violencia, más represión, más seguimiento y persecución y criminalización han vivido en los últimos años, digamos, ¿no? Por otro lado, toda una alianza, diría yo, entre digamos, la empresa con el organismo judicial, digamos, en el territorio, por eso yo decía al principio, y sobre todo hoy por hoy, que en Guatemala, digamos, hay un proceso profundo de retrocesos y hay una restauración autoritaria y podemos decir que este tejido exmilitar es antiderechos, ultraconservador, articulado con familias oligárquicas y poderes del crimen organizado que hoy por hoy pues controlan los 3 organismos del Estado, tal como se ha anunciado ya internacionalmente. Y esto en el caso de territorios que son estratégicos para su enriquecimiento, el peso de esta restauración, el peso de este poder obviamente se sienta con muchísima más intensidad. Entonces, cuando uno hace un análisis del tipo de violencia que se han registrado los últimos 10 años en contra de defensores y defensoras, incluso trabajadores o extrabajadores de mina, incluso estudiantes de la universidad que se asesinaron aún en circunstancias no muy esclarecidas. Tenemos masacres que fueron un poco aún durante la guerra, vinculado también al proyecto minero, pero estoy hablando de los 60 hasta los 80. Ha habido asesinatos, ha habido... Simona, du hast noch 3 Minuten circa, nur so für dich.
Ha habido heridos en las protestas, capturas, criminalización con acusaciones falsas, atentados, allanamientos de casas, violaciones sexuales de las mujeres que ocurrieron en el 2007. Y hay toda una disputa de la empresa conjuntamente con familias oligarcas sobre la tierra y territorio del pueblo Xi. Entonces ahí también vemos el peso de la mina en los desalojos violentos, digamos, que se han realizado en el territorio. Y una ofensiva horrible, digamos, en términos de persecución judicial y órdenes de captura permanentemente contra defensores y presos políticos, etc. O sea, cuando uno analiza el impacto de todo esto, uno puede decir... Este contubernio, digamos, ¿no? Este sistema de dominio complejo, hay que analizarlo desde una perspectiva de impactos acumulados. O sea, en un país con una larga historia de violencia, con la guerra, que también ese territorio, digamos, sufrió el impacto de la violencia estatal durante la guerra, pues hoy estamos viendo que a raíz de la activación del proyecto minero, los impactos psicoafectivos, psicosociales, de esta violencia continuada en la cual la mina juega un papel fundamental, digamos, está teniendo repercusiones fundamentales. Y lo que busca la empresa es debilitar y resquebrajar la resistencia. Y para eso están invirtiendo millones de quetzales, digamos, ¿no? Para cooptar, para debilitar, para comprar líderes, etcétera, ¿no? Porque buscan llegar a un punto de quiebre. O sea, todas las acciones articuladas que han implementado buscan llegar a un punto de quiebre para que la resistencia retroceda y obviamente les deja en paz, lo que no va a suceder, pero a un alto costo para la gente. Pero también a nivel de tejido social comunitario, esta violencia del proyecto minero está generando reconfiguraciones de los tejidos sociales, división comunitaria, enfrentamientos también entre las comunidades del pueblo Xi, digamos, que también tiene otras repercusiones socioculturales para el pueblo, y para no hablar también de los impactos medioambientales que son desastrosos y que han sido invisibilizados y negados por el Estado, y eso también apareció en esta historia, digamos, de que se demostró que efectivamente hay contaminación, pero siempre lo han negado y han tratado de evitar que esto salga. A raíz de todo esto, digamos, la gran pregunta, y hubo una consulta, y eso quizás es lo más grave, digamos, la Corte de Constitucionalidad, en el 2019 declaró que el proyecto minero debería suspenderse porque nunca hicieron la consulta. Pues digamos, en el 2021 el MEM, de manera arbitraria, en contubernio con la empresa y el aparato de inteligencia de la empresa y también de los grupos locales, se inventó una consulta que es totalmente ilegal, se sale fuera de las normas internacionales de la OIT, nombrando o consultando a quienes son estructuras comunitarias y acotados por ellos, que trabajan con ellos, que defienden el proyecto minero, al menos no se oponen. Y entonces hicieron un proceso de consulta entre julio a diciembre del 2021, que se realizó excluyendo más de 94 autoridades ancestrales, excluyendo la mayor parte de los habitantes del municipio, lo realizaron en hoteles que son promineros. O sea, una cosa absolutamente ilegal y totalmente fuera de cualquier legitimidad, violentando obviamente el derecho del pueblo Xi a la consulta libre previa informada. Entonces, independientemente, y la mina sigue funcionando, eso es lo más grave. Y lo más grave es que acaba de publicar esa semana que pasó, digamos, su nueva política de derechos humanos, se lo pueden ver en Solvay Investment Group, donde se compromete con los derechos humanos, porque así le están pidiendo los países que compran sus insumos, y lo plantea en comillas que va a cumplir o está por cumplir con la debida diligencia. Y por otro lado, otra muestra el cinismo, digamos, de la empresa, que ahorita se sumó a no sé qué alianza en defensa de los periodistas en Liberia,
un poco quitándose todo este estigma de persecución brutal que ha tenido los periodistas del territorio que han dado seguimiento, que han denunciado y que han sufrido el peso de la represión del proyecto Minera y todos sus aliados en el Estado y fuera del Estado que operan en el territorio. Entonces, en este momento, ¿qué es fundamental para nosotros, nosotras sobre todo para las comunidades? Se necesita seguir visibilizando lo que ha salido en Forbidden Stories. Y hay que seguir presionando a las empresas compradores de los insumos de Solvay y hay que profundizar la campaña en Europa contra esta empresa minera específicamente, que no ha resultado, o sea, porque siguen, o sea, no ha sido efectivo hasta ahora. Y esto pasa necesariamente por presionar a quienes compran para que dejen de utilizar los insumos. Y eso también tampoco no es suficiente y ustedes lo saben, porque lamentablemente a pesar de tantos avances, y con eso termino, en debida diligencia, los principios rectores de empresas y derechos humanos, la impunidad de las grandes transnacionales, especialmente empresas mineras, sea en África, sea en donde sea, sigue siendo vigente, o sea, ahí el consumidor y la consumidora indudablemente tiene una responsabilidad enorme y las organizaciones como ICR y otros, Incota, etcétera, pueden jugar y están jugando un papel muy importante porque desde acá la resistencia está topando, porque desde el Estado no podemos esperar nada más, porque no va a accionar. Las instituciones regionales en defensa de derechos humanos, donde se está canalizando, las denuncias son lentas, tampoco son muy efectivas. Entonces, aquí el escenario es complejo, hay que seguir brindando y visibilizando la situación de los defensores y defensoras para garantizar que su lucha por la vida, el ambiente y sus derechos pueden darse en condiciones idóneas, etcétera. Pero aquí el contexto para hacerlo es cada vez más complejo y ahí es donde obviamente la solidaridad de ustedes va a ser fundamental. Muchas gracias. Danke, Simona, für dein Referat an dieser Stelle. Und wir würden auch alle Teilnehmenden jetzt dazu auffordern, ihre Fragen zu stellen an Simona. Wenn es Rückfragen gibt, dann wäre jetzt der Moment, sie zu stellen. Christian. Ja, vielen Dank, Simona, für diese eindrückliche Präsentation. Mich würde interessieren, was sind denn die Umweltauswirkungen dieser Mine? Also was ist der Grund, warum indigene Gemeinden so starken Widerstand gegen die Mine leisten? Bueno, yo creo que uno tiene que verse que para el pueblo Xi ese territorio es parte de sus territorios históricos. Y ahí otros estudios lo han demostrado, ¿no? Porque lo han ocupado muchísimo tiempo antes, ¿no? O sea, hay un vínculo histórico con la madre tierra, hay un arraigo cultural a la tierra donde está ubicado el municipio de Lestor y obviamente donde está ubicando la mina. Y esto en un contexto donde la tierra de los pueblos originarios pues ha sido históricamente despojado y lo sigue siendo, como hemos visto en este caso, pero hay otros casos, ¿no? Entonces, el tema del arraigo cultural y la defensa de su territorio, digamos, ¿no? Ese es un aspecto. El segundo aspecto tiene que ver con que esta mina, cuando, pues lo pueden ver en Forbidden Stories, digamos, la destrucción ambiental de los cerros ha sido, es increíble, ¿no? Y entonces, y esta destrucción ambiental afecta los bienes hídricos, o sea, el tema del agua,
pero también está afectando los ecosistemas y debilitando los ecosistemas y el lago, ¿no? El lago es fundamental, hay un vínculo también con el lago, es una fuente de ingresos para los pescadores y pescadoras. O sea, digamos, ¿no? Tiene que ver con vínculos históricos, culturales, pero también tiene que ver con que esta mina está contaminando bienes hídricos, está contaminando el lago y está destruyendo los cerros sagrados, los sitios sagrados. Digamos, y además hay una reivindicación, y eso lo vemos en el caso guatemalteco que siempre ha existido y hoy con mucho más fuerza, que vemos hombres y mujeres, jóvenes y ancianos y ancianas de los pueblos originarios que están librando una lucha contra el extractivismo, porque entienden que acaba con todas las formas de vida y es totalmente destructiva, digamos, ¿no? Para la vida y las futuras generaciones. Entonces, la lucha de los pueblos originarios en defensa de la vida, los bienes naturales, el futuro en sí, es parte de su cosmovisión, también es parte de su... digamos, de sus valores y de sus derechos, ¿no?, que defienden. Y el derecho a la autodeterminación, que está claramente establecido, digamos, en diferentes convenios internacionales que en este país no se respeta absolutamente. Y cuando hay decisiones como la Corte de Constitucionalidad, que en un momento dado dijo la mina debe suspenderse y no se suspende, pues entonces la pregunta es, pues, ¿quién entonces? O sea, ¿quién va a respetar nuestros derechos si la alta corte emite una sentencia y ni siquiera se acata? Entonces, entonces yo creo que es una combinación de todo esto, ¿verdad? Danke, Simona, nochmal für die Antwort. Ich sehe gerade keine weiteren Fragen hier, die gestellt werden wollen, im Chat auch nicht. Von daher würde ich sagen, gehen wir weiter zu Lara Siva, die uns die Wirksamkeit von Lieferkettengesetz einführt. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für den tollen Input, Simona. Ich versuche jetzt mal meinen Bildschirm zu teilen. So. Moment, Vollbildschirm. Ist der Vollbildschirm zu sehen, Theresa? Ja. Wunderbar, okay. Ja, ich werde jetzt auf die politische Ebene zu sprechen kommen, auch einen Blick auf Deutschland und Europa und die aktuellen politischen Entwicklungen werfen, damit wir danach auch gemeinsam diskutieren können, was denn wirklich helfen könnte, um die Menschenrechtssituation, die Situation von indigenen Gemeinden und natürlich auch die Umweltsituation um die Mine herum in Guatemala, aber auch darüber hinaus zu verbessern. Nochmal kurz zu mir und zu INCOTA. Ich bin Referentin für Rohstoffpolitik, Wirtschaft und Menschenrechte beim INCOTA-Netzwerk. Theresa hat es schon kurz eingeführt. Wir arbeiten mit Partnerorganisationen, unter anderem auch in Zentralamerika zusammen, machen aber auch viel Kampagnenarbeit innerhalb Deutschlands für eine Rohstoffwende, für nachhaltige Rohstofflieferketten und setzen uns aber darüber hinaus auch noch für andere Themen ein. Und arbeiten vor allem viel in Bündnissen zusammen, so wie jetzt auch hier im Rahmen der Alternativen Rohstoffwoche. Wir machen in unserer Bildungs- und Kampagnenarbeit, veröffentlichen wir immer mal wieder Infoblätter der Reihe Ressourcengerechtigkeit. Und das letzte Infoblatt, das wir im Sommer veröffentlicht haben, ist zum Widerstand im Rohstoffsektor, also genau das Thema von heute Abend. Das ist jetzt nicht speziell auf Guatemala bezogen. Ich wollte den Blick noch mal ein bisschen weiten, um auch die systematische Problematik dahinter deutlich zu machen. Wir haben da Zahlen zusammengetragen. Es gibt eine Organisation Global Witness, die jedes Jahr die Gewalt gegen Land- und UmweltschützerInnen dokumentiert. Gerade vor wenigen Wochen haben sie die Zahlen für 2021 präsentiert. Da wurden 200 Land- und UmweltschützerInnen ermordet wegen ihres mutigen Engagements. Gerade im Zusammenhang mit dem Rohstoffsektor sind die Zahlen immer wieder sehr, sehr hoch. Also die haben von 2012 bis 2020 mal die Zahlen verglichen und da war wirklich ein Fünftel der Morde an Land- und UmweltschützerInnen stand im Zusammenhang mit Rohstoffen, Ressourcen, unter anderem neben Bergbau auch Holz und Landwirtschaft.
Die Form der Gewalt, die Gewalt, die geht von vielen unterschiedlichen AkteurInnen aus. Das sind Regierungen, teils paramilitärische Gruppen, teils sind auch Armee und Polizei verwickelt. Aber es sind auch immer wieder Unternehmen, entweder direkt oder indirekt verbunden mit dieser Gewalt, wie wir auch in dem Fall der Phoenix-Mine jetzt gesehen haben und uns auch nachher nochmal näher anschauen werden. Und die Gewalt, die nimmt ganz verschiedene Formen an. Also Simona hatte ja auch schon ein paar Gewaltformen genannt, unter anderem die Einschüchterung, Überwachung, die Spaltung, soziale Spaltung der Gemeinden, gerade dann auch geschlechtsspezifische Diskriminierungen, Familien werden bedroht, um Aktivistinnen mundtot zu machen, um ihnen eben den Mut zu nehmen, sich für ihre Rechte einzusetzen. Und was dabei auch besonders auffällt, ist, dass obwohl indigene VertreterInnen eigentlich 5% der Weltbevölkerung ausmachen, sie aber doch überproportional betroffen sind mit ca. 30% der Morde letztlich. Das ist natürlich auch gerade im Rohstoffsektor häufig der Fall. Und ja, das ist umso erschreckender, wo es ja gerade auch indigene Gemeinden sind, die sich besonders für ihre Rechte, aber auch für die Umwelt, für das Land einsetzen, für Klimaschutz und so weiter. Was ich damit sagen will, ist, dass es halt kein Einzelfall ist. Ne? Es hat auch Simona gesagt, es ist auch in Guatemala kein Einzelfall. Solvay, das ist ein Riesensystem, wovon sie profitieren. Und das ist nicht nur in Guatemala so, das ist in vielen Ländern so, aber tatsächlich sind die Zahlen in Lateinamerika und Zentralamerika besonders hoch. Genau, hier noch einmal eine Grafik zu dem hohen Anteil im Bergbau- und Rohstoffsektor. Ja, was sind die Gründe? Simona hat auch schon ein paar Gründe genannt, warum gerade auch Bergbau- und Rohstoffsektor so gefährlich sind für Menschen, die sich für ihre Rechte einsetzen. Vielleicht ergänze ich noch ein paar Faktoren. Sie hat schon sehr den Profit angesprochen und auch diese Verwicklung zwischen Unternehmen und Staaten. Viele Staaten machen sich abhängig von diesen Rohstoffeinnahmen, setzen sehr, sehr stark auf Bergbau priorisieren quasi Bergbau über den Interessen der Bevölkerung und des Umweltschutzes und nehmen Menschenrechtsverletzungen und Umweltschäden leider in Kauf. Dann kommt natürlich noch hinzu, dass Rohstofflieferketten häufig auch sehr, sehr intransparent sind. Das heißt, dass oftmals, gerade jetzt auch bei deutschen Unternehmen, gar nicht so klar ist, von welchen Minen sie eigentlich ihre Rohstoffe beziehen. Und sie sich dann auch rausreden können, sagen, ach, wir beziehen doch gar nicht von der Phoenix-Mine in Guatemala. Das liegt nicht in unserer Verantwortung. Und ja, da reden sie sich raus und da muss auf jeden Fall mehr Transparenz geschaffen werden. Häufig sind bewaffnete Konflikte oder jetzt auch wie in Guatemala, die lange Zeit des Bürgerkrieges auch mit für diese Strukturen verantwortlich. Rechtsstaatliche Prinzipien werden missachtet. Korruption, Klientelismus sind an der Tagesordnung. Und das macht dieses Machtungleichgewicht natürlich auch nochmal verschärft das. Also gerade indigene Vertreterinnen haben dann kaum eine Chance, in diesem Rechtssystem ihre Rechte einzuklagen. Es ist ganz schwer für sie überhaupt vor Gericht zu ziehen, Zugang zu erhalten. Und die notwendige Unterstützung zu bekommen, um entschädigt zu werden oder damit eben zukünftig, dass sie befragt werden, ihr Vetorecht einsetzen können, damit es gar nicht zu Menschenrechtsverletzungen kommt. Wenn es denn soweit ist, dass Betroffene klagen, dann ist es häufig so, dass diese Verfahren aber nicht zu ihren Gunsten enden, dass Unternehmen straflos davonkommen und nicht belangt werden. Ja, jetzt nochmal auf den konkreten Fall zu sprechen, was zum Beispiel Lieferkettengesetze in diesem Fall bewirken könnten. Denn da ist ja jetzt momentan ganz viel Dynamik auf deutscher, europäischer Ebene drin. Hier hatte ich nochmal ein paar Sachen zusammengefasst zu dem Fall. Da muss ich, glaube ich, gar nicht mehr drauf eingehen, weil Simona das schon so gut aufgeführt hat. Aber ich habe hier mal die Unternehmen, die jetzt auch in den Schlagzeilen waren, im Frühjahr, als der Fall auch international so publik wurde durch Forbidden Stories, habe ich hier mal ein paar Logos aufgelistet von deutschen und europäischen Unternehmen, die mutmaßlich verstrickt sind mit diesen Skandalen rund um die Phoenix-Mine. Da ist zum einen Outokumpu, ein finnischer Stahllieferant,
der auch der Nickel bezogen hat, vermutlich von der Mine Phoenix in Guatemala und letztlich dann auch rostfreien Stahl an unter anderem deutsche Unternehmen wie Bosch geliefert hat, auch an IKEA, damit eben Elektrogeräte, Küchengeräte und so weiter damit hergestellt werden können. Als dann diese Missstände ans Licht kamen und auch Bosch und Outokumpu damit konfrontiert wurden, hat dieses finnische Unternehmen den Import von Nickel aus Guatemala erst einmal gestoppt. Und die Unternehmen, jetzt auch die deutschen Unternehmen, haben angegeben, dass sie eine Überprüfung der Umstände der Lieferbeziehungen, aber auch der Missstände einfordern bei dem finnischen Unternehmen. Also versuchen, etwas Druck auf die GeschäftspartnerInnen da auszuüben, um das aufzuklären. Was wirklich jetzt seitdem passiert ist, ist relativ unklar. Es ist nicht das einzige Unternehmen, das finnische, was direkt von der Mine wohl bezogen hat. Es gibt noch Ugitech, das ist ein französischer Stahllieferant. Der hat im letzten Jahr die Geschäftsbeziehungen zu Solvay und der Phoenix-Mine eingestellt, auch aufgrund von den ganzen negativen Schlagzeilen. Dann gibt es noch ein österreichisches Unternehmen, Westalpin, und Aperam ein luxemburgisches. Also wir sehen, hier sind sehr viele große europäische Stahllieferanten verwickelt. Und das zeigt natürlich auch nochmal, wie transnational diese Lieferketten aufgebaut sind und wie wichtig es ist, dass diese Unternehmen auch ihre Hebelwirkung gemeinsam nutzen und ihre menschenrechtliche Verantwortung wirklich umsetzen. Dazu an dieser Stelle in der Mitte sehen Sie eine Grafik, die die Schritte oder die verschiedenen Stufen im menschenrechtlichen Sorgfaltsprozess zeigt. Simona hatte schon die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte erwähnt. Die wurden 2011 verabschiedet und die sehen eben vor, dass ein Unternehmen eine Menschenrechtspolicy auf Management-Ebene festlegt, dass es dann Menschenrechtsrisiken in seiner Lieferkette analysiert und im dritten Schritt Gegenmaßnahmen ergreift, um zu verhindern, dass es wirklich zu Menschenrechtsverletzungen kommt, wie jetzt in Guatemala. Es muss diese dann monitoren, muss schauen, sind die Maßnahmen effektiv, sind die wirksam, und dann muss es auch darüber öffentlich kommunizieren, über den Fortschritt, über die, ja, was es letztlich bewirkt hat. Und der sechste Schritt, das ist dann noch, dass Beschwerdemechanismen, wirksame Beschwerdemechanismen errichtet werden, damit Betroffene sich auch an das Unternehmen wenden können, nicht erst, wenn sie schon vertrieben wurden von ihrem Land, wenn sie kriminalisiert werden, sondern natürlich frühzeitig, wenn es Risiken gibt, dass sie sich auch direkt an ein deutsches Unternehmen im Optimalfall wenden können. Aber das ist natürlich ganz schwer, wenn die Lieferketten intransparent sind und gar nicht genau klar ist, wer eigentlich da miteinander verstrickt ist. Aber letztlich, wenn sie das alles tun würden, und bisher ist diese unternehmerische Verantwortung halt freiwillig gewesen, dann sollten diese Missstände ja gar nicht erst auftreten. Dann würde ja spätestens, wenn man sieht, welche Auswirkungen die Mine schon auf die Umwelt hat, dass das Wasser verseucht ist, dann würde man das ja als Risiko erkennen, Maßnahmen ergreifen, damit es eben nicht an Menschenrechte, indigene Gemeinden negativ beeinträchtigt, und würde sofort Gegenmaßnahmen ergreifen. Jetzt ist alles das schon passiert und jetzt ist quasi das letzte Mittel für einzelne Unternehmen, die Geschäftsbeziehungen einzustellen. Also sie haben eigentlich viel zu spät erkannt, dass sie in der Verantwortung sind und sehen sich jetzt eben gezwungen, die Geschäftsbeziehungen aufzuhören. Aber eigentlich wäre es ja viel, viel sinnvoller gewesen, viel früher darauf hinzuwirken, dass es gar nicht erst so eskaliert und die Hebelwirkung dann gemeinsam als Branche auch zu nutzen. Ja, das ist leider nicht geschehen. Jetzt ist es aber so, dass seit Juni 2020 es ein deutsches Lieferkettengesetz gibt, das sogenannte Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Das greift ab dem 01.01.2023, also jetzt schon sehr, sehr bald. Und damit ist dann die unternehmerische Verantwortung eben nicht mehr freiwillig, sondern für Unternehmen ab 3.000 Mitarbeitenden und dann ein Jahr später ab 1.000 Mitarbeitenden ist es verpflichtend, dass sie diesen gesamten Sorgfaltsprozess, den ich eben aufgezeigt habe, durchlaufen. Und das müssen sie in erster Linie für ihre direkten Zulieferer, also das wäre dann jetzt für ein deutsches Unternehmen zum Beispiel der finnische Stahllieferant, da müssten sie darauf hinwirken, dass der wirklich die Sorgfaltspflichten auch einhält, Maßnahmen ergreift
Sie müssten aber erst die gesamte Lieferkette betrachten, wenn Sie Probleme angezeigt bekommen, wenn Sie Kenntnis haben, eine substantiierte Kenntnis, dass es Probleme gibt. Das ist kein wirklich besonders präventiver Ansatz. Also wir sind sehr froh, dass es das Lieferkettengesetz jetzt gibt, weil wir jetzt zum ersten Mal verbindliche Pflichten für Unternehmen haben. Aber es greift dennoch relativ kurz an bestimmten Stellen. Und das mit dieser abgestuften Sorgfaltspflicht, sage ich mal, für die tiefere Lieferkette, ist halt ein großes Manko, insbesondere im Rohstoffsektor. Das haben wir als AK Rohstoffe auch kritisiert. Da haben wir auch gesagt, dass das nicht reicht. Gerade der Fall der Phoenix-Mine zeigt das ja, wie groß die Risiken auch am Anfang der Lieferkette um die Minen herum sind, dass man dort präventiv von vornherein hinschauen muss und diese Risiken angehen muss. Das ist ein Manko des deutschen Gesetzes. Ein weiteres ist, dass Umweltrisiken leider recht eng gefasst sind. Es gibt nur 3 Umweltabkommen, die genannt werden, und Biodiversität als solches wird gar nicht abgedeckt. Und eigentlich werden auch nur Umweltrisiken erkannt, wenn sie sich denn auf Menschenrechte auswirken. Das ist viel zu kurz gegriffen. Und das dritte Problem ist, dass eine zivilrechtliche Haftung, also letztlich die Klagemöglichkeit für Betroffene auf Schadensersatz, dass die ausgeschlossen wurde im deutschen Gesetz. Das ist ein Resultat des großen Lobbydrucks der Industrieverbände, des Wirtschaftsministeriums, der alten Bundesregierung. Das haben wir vielfach kritisiert mit der Initiative Lieferkettengesetz. Ja, und das ist aber leider so, dass es eben Unternehmen halt hauptsächlich dann Bußgelder auferlegt bekommen, wenn sie sich nicht an die Pflichten halten, was aber ja den Betroffenen noch nicht im konkreten Schadensfall hilft. Davon haben sie recht wenig. Deshalb schauen wir auf die europäische Ebene mit sehr viel Hoffnung, weil sich da ja momentan ganz aktuell die Debatte um das europäische Lieferkettengesetz bewegt. Und da gab es einen recht fortschrittlichen Vorschlag der EU-Kommission, der auf jeden Fall in vielen Bereichen deutlich über das deutsche Gesetz hinausging. Also da sind schon mal mehr Unternehmen mit umfasst. Die gesamte Lieferkette sollte betrachtet werden. Und nicht nur Menschenrechte sind der Fokus dieses Vorschlags, sondern wirklich auch Priorität soll auch auf Umwelt- und Klimaauswirkungen legen. Und das ist natürlich ganz wichtig, weil gerade im Rohstoffsektor Menschenrechtsverletzungen, Umweltrisiken total oft miteinander verzahnt sind. Und Liability, das ist das Wort auf Englisch für Haftung, eine zivilrechtliche Haftung, ist auch momentan noch vorgesehen. Jetzt ist es so, dass momentan gerade die Debatten sind zwischen den verschiedenen EU-Institutionen, der Kommission, dem Rat und dem Parlament. Und da kann noch viel passieren. Auch da wird es sehr viel Lobbydruck der Industrie geben. Wir wissen nicht, wie das Endprodukt aussehen wird. Und vor allem dauert es auf europäischer Ebene eben auch seine Zeit, bis eine solche Regulierung dann auch wirklich umgesetzt wird. Hier habe ich nochmal so ein paar positive Punkte und negative Punkte zusammengefasst von dem Gesetz. Wir können auch gerne die Präsentation im Nachhinein zur Verfügung stellen. Es gibt auch ein paar schwierige Punkte bei dem EU-Gesetz, zum Beispiel die Einbeziehung von lokaler Zivilgesellschaft, MenschenrechtsverteidigerInnen, die ist nicht konkret ausgestaltet, und auch effektive, also wirksame Beschwerdemechanismen. Das ist auch so ein Punkt, der ziemlich schwach im europäischen Gesetzesentwurf momentan drin steht. Da ist sogar das deutsche Gesetz ein bisschen weiter. Und dann gibt es noch ein paar Details, die ich jetzt aber an der Stelle nicht weiter ausführen werde. Ja, wir als Initiative Lieferkettengesetz, der ja auch die Romero-Initiative und den Quota angehören und viele, viele weitere Organisationen, wir machen jetzt Kampagne, damit das EU-Lieferkettengesetz wirksam wird. Vor allem fordern wir hier auch, dass Menschen zu ihrem Recht kommen, dass es eine Haftung gibt. Und die Petition dafür, die läuft aktuell auch noch bis Ende November mindestens. Die können Sie gerne unterschreiben und weiterverbreiten. Wir werden sie gleich auch noch einmal in den Chat stellen. Neben dem EU-Lieferkettengesetz hatten wir jetzt auch schon das Escazú-Abkommen zu Beginn erwähnt, was den Zugang zu Umweltinformationen, was den Schutz von MenschenrechtsverteidigerInnen stärken soll,
und insgesamt Umweltrechten eine andere Priorität gibt. Das ist allerdings ein regionales Abkommen in Lateinamerika, was meines Wissens nach in Guatemala auch nur unterzeichnet, aber nicht ratifiziert wurde. Da müsste Simona mich sonst nochmal korrigieren. Das ist aber sehr, sehr fortschrittlich. Es ist viel weitreichender als die europäische Aarhus-Konvention. Und da blicken wir auf jeden Fall mit viel Spannung drauf, wie das dann auch in der Umsetzung wirkt. Also ob das wirklich auch MenschenrechtsverteidigerInnen besser schützt und ob das vor allem auch in globalen Lieferketten angewandt wird. Und deshalb gab es ja diesen Brief, den auch die Romero-Initiative und Akay Fremin initiiert hatten, den wir mit unterzeichnet haben, wo gefordert wurde, dass im EU-Lieferkettengesetz das Escazú-Abkommen auch verankert wird und die Prinzipien. Das ist bisher nicht der Fall, aber ja, wir hoffen, dass da noch Nachbesserungen möglich sind. Genauso wichtig ist es auch, die ILO-Konvention 169 zu berücksichtigen im EU-Lieferkettengesetz und auch darauf hinzuwirken, dass sie noch besser in der Praxis angewandt wird. Also da handelt es sich um indigene Rechte, die Stärkung indigener Rechte. Und insbesondere ist dort auch FPIC, Free Prior Informed Consent, also die freie, vorherige informierte Zustimmung, dieses Prinzip verankert, das sogenannte Vetorecht für indigene Gemeinden, also dass sie, bevor Bergbau oder andere Projekte auf ihrem Territorium geschehen, dass sie gefragt werden und ihre Meinung auch respektiert werden muss, wenn sie Nein sagen, wenn sie sich gegen den Bergbau äußern, dass so ein Projekt dann nicht zustande kommt. Das ist ja was auch bei der Phoenix-Mine eben komplett schiefgelaufen ist. Das war keine freie Konsultation. Das waren ja, wie Simona deutlich gemacht hat, eher illegale Konsultationen. Da wurde sehr viel manipuliert im Vorfeld. Und eigentlich muss der Staat so eine Konsultation auch durchführen. Ja, ich habe noch ein paar weitere Initiativen aufgelistet, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen werde, weil die letztlich eher dazu beitragen, MenschenrechtsverteidigerInnen individuell zu schützen. Aber es geht ja auch darum, am System etwas zu ändern und dafür zu sorgen, dass MenschenrechtsverteidigerInnen in globalen Lieferketten auch stärker geschützt werden. Ich muss jetzt zu einem Punkt kommen. Ich habe hier noch ein paar weiterführende Materialien aufgelistet, die wir auch nochmal nennen. Chat gleichstellen werden, wenn Sie das Infoblatt nochmal anschauen möchten, zu Widerstand im Rohstoffsektor. Das sind auch nur zwei Seiten. Dann haben wir als Inkota einen Südlink, unser Magazin, wo die Ausgabe im Sommer genau zu diesem Thema Zivilgesellschaft unter Druck war, mit vielen Artikeln auch zu Lateinamerika. Genau, denn der kann auch abonniert werden. Und jetzt freue ich mich auf die Diskussion mit Simona und vielleicht gibt es ja auch Fragen, Beiträge aus dem Publikum. Ich beende mal meine Präsentation an der Stelle. Ja, danke Lara, auch dir deine Präsentation. Ups, da. Danke. genau, da bin ich auch wieder. Wir kommen jetzt zu dem Punkt, wo wir diese beiden Ebenen, die wir gerade gehört haben, zu spannenden beiden Inputs zusammenführen. Und um die Diskussion ein bisschen anzufangen, würde ich erstmal Simona fragen, wenn du das jetzt so hörst, von einem deutschen Lieferkettengesetz, von einem europäischen Lieferkettengesetz, was erhoffst du dir davon jetzt konkret für die Phoenix-Mine? Was glaubst du, kann sich dort wirklich die Lage dadurch für MenschenrechtsverteidigerInnen vor Ort bessern? Hola. mira, yo lo que creo es todo lo que se puede hacer a nivel del sistema de Naciones Unidas o a nivel de cambios de leyes nacionales de países de la Unión Europea o globalmente para responsabilizar a las corporaciones y las empresas es un paso adelante, digamos. Yo creo que lo que ha faltado, yo creo que es un poco cómo fiscalizar y quién fiscaliza. Y esto y es un terreno muy poco, que ha sido hasta ahora muy poco efectivo, porque, digamos, lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de La Palma, ¿no? O sea, ahí tenemos RCPO, digamos, ¿no? Que se supone que debe vigilar y bueno, mínimamente debería garantizar que las empresas que venden palma africana en Europa pues no tengan historia de violación de los derechos humanos y cumplan con normas y todo esto.
Pero a pesar de los avances que ha habido, sigue habiendo muchas lagunas y vacíos, ¿no? Entonces, el tema de fondo, o sea, digamos, entonces me parece que es bueno todo lo que se haga en esa dirección. El gran problema es eso, ¿quién fiscaliza? Y cómo socializar la información de manera adecuada, eficaz, a tiempo, para que las y los defensores en los territorios tengan la información requerida y tengan un sistema de soporte individual y colectivo de instancias internacionales para enfrentarse a estos poderes de las grandes corporaciones. Y eso no pasa solo aquí, eso es un problema global ahora. Y me temo que ahora con esta nueva etapa histórica que estamos viviendo, con la guerra, con la disputa por los bienes geoestratégicos, se nos va a complicar el panorama, ¿sí? Y se nos va a complicar porque ha habido globalmente un debilitamiento del multilateralismo y también hay que decir, había un debilitamiento del sistema de Naciones Unidas. Y eso también tiene, o sea, entonces hay un contexto que no, digamos, no es el contexto perfecto, digamos, para los avances que necesitamos y la urgencia de demandas que tenemos para defender la vida de los y las defensoras, sea aquí o en Congo o donde sea, digamos, ¿no? Entonces, entonces yo creo que hay mucha tela que cortar todavía, ¿no? Y a mí me parece que cuando uno analiza la actuación de las grandes corporaciones y su opacidad, es una cosa impresionante, o sea, y cómo manipulan, digamos, a través de empresas subcontratadas, a través de su cadena de suministro, utilizan otras empresas que luego no son tan fáciles vincularlo con la empresa matriz y que luego dicen, no, la empresa matriz no tiene ninguna responsabilidad y la empresa subcontratada en tal y tal y tal, que es la vía. Entonces, o sea, hay mucha tela que cortar, digamos, no quiero ser pesimista, pero me parece que es bueno todo lo que se haga. Y en términos más allá de quién fiscaliza y cómo garantizar un mejor sistema de protección para los defensores y defensores, el otro es cómo llevar la información a los consumidores y consumidoras, en este caso en Alemania, digamos, ¿no? O sea, porque yo sé que se hacen muchos esfuerzos, pero también es importante, ¿no? Cómo tener canales de mayor difusión para que la ciudadanía, aunque no esté interesada en el tema, pues más o menos tenga posibilidad para enterarse y poder problematizar, digamos, sobre lo que esto significa. Porque al fin y al cabo, y con esto termino, el problema no es solo de los países del sur, digamos, no es un problema solo de Guatemala, es un problema global, o sea, como siempre hemos dicho, o sea, si se violenta, digamos, y se destruyen los bienes comunes ambientales, y si se agreden los y las defensoras, sea en Guatemala, sea en el Congo, sea en Brasil, este no es un problema de Brasil, Guatemala o el Congo, es un problema de la humanidad. Entonces, esa perspectiva más global de quiénes somos como humanidad ahora y qué responsabilidades compartidas tenemos, esté en Alemania o en Francia o en, qué sé yo, Australia, qué me une con los otros hombres, mujeres, niños en esta etapa histórica, que es más una cuestión filosófica, pero también es una cuestión muy necesaria, digamos, ¿no? Problematizar en este marco, ¿no? Porque todos al fin y al cabo resultamos afectados, ¿no? Y eso, ¿no? Son algunas cosas que me gustaría compartir, ¿no? Danke, Simona, für die Einblicke. Simona hat einige Fragen aufgeworfen. Wer setzt das durch? Wie geht man damit um, dass es viele Manipulationen gibt, auch angesichts der Lieferkette? Lara, kannst du dazu was sagen, wie du das einschätzt, was Simona jetzt aufgeworfen hat? Ja, das sind auf jeden Fall total wichtige Punkte. Danke, Simona. Das mit der Durchsetzbarkeit, ich glaube, das ist wirklich das ist eine langfristige Aufgabe, so daran zu arbeiten. Und vor allem ja auch was sehr Strukturelles, was jetzt auch nicht durch ein Lieferkettengesetz mal eben so
geändert werden kann. Ne? Das Lieferkettengesetz ist ein erster Anknüpfungspunkt, aber das wird diese kapitalistischen Strukturen nicht verändern, auf denen das Ganze ja fußt. Insofern, da müssen wir auch ein bisschen realistisch bleiben, aber nichtsdestotrotz ist es ja total wichtig, zu versuchen, an dieser Durchsetzbarkeit zu arbeiten und international Sichtbarkeit für Fälle zu schaffen. Also ich glaube, das, was jetzt geschehen ist bei diesem Fall, dass der durch die Zivilgesellschaft in Guatemala, die auch viel mit europäischer Zivilgesellschaft arbeitet, dass der auch so in die Medien gekommen ist, dass PolitikerInnen darüber reden, hinschauen, das ist schon mal ein erster wichtiger Schritt. Jetzt ist in Guatemala leider seitdem noch nicht wirklich viel passiert. So, ich erinnere mich, wir arbeiten auch mit mexikanischen Organisationen in einem anderen Kontext zusammen. Da geht es um Autolieferketten. Und da gab es so eine Toxi-Tour nach Deutschland vor nicht allzu langer Zeit, wo mexikanische Zivilgesellschaft nach Deutschland und Europa kam, PolitikerInnen mit denen gesprochen hat und dann gemeinsam Druck ausgeübt wurde. Also es wurde wie so diplomatisch Druck erzeugt, auch auf die mexikanischen lokalen Regierungen. Da ging es um Umweltschäden, um die lokalen Umweltnormen, die nicht ausgereicht haben. Und tatsächlich haben wir jetzt, als wir im Sommer mit mexikanischer Zivilgesellschaft gesprochen haben, vor Ort halt gehört, dass das tatsächlich jetzt vor Ort so einen neuen Prozess angestoßen hat, dass ganz verschiedene AkteurInnen da jetzt an einem runden Tisch zusammenkommen und schauen wollen, wie die Umweltnormen angepasst werden können. Und das hat mir so ein bisschen Mut gemacht. Das ist jetzt noch nicht die Durchsetzbarkeit wirklich, aber das vielleicht doch was mit internationaler Kooperation, diplomatischem Druck, wenn alle an einem Strang ziehen, bewirkt werden kann, auch wenn es in der Regierung selbst vielleicht eigentlich eine ganz andere Herangehensweise ist und von Korruption und so weiter geprägt ist. Aber das funktioniert natürlich auch nicht überall. Druck auf Unternehmen kann man ja auch gerade in Deutschland und in Europa sehr gut ausüben. Also da sind wir als Zivilgesellschaft hier gefordert, dass wir unsere Kontakte nutzen. Wir sind im Austausch mit Unternehmen. Wir haben vielleicht stärkere Einblicke auch, wer wo aktiv ist, wo die Lieferkettennetzwerke sind. Und da kann man auch mit Universitäten ganz gut zusammenarbeiten. Also das versuchen wir jetzt auch in einem anderen Kontext, dass wir schauen, wie können wir mehr Lieferkettentransparenz bekommen. Oftmals gibt es ja solche Projekte dann auch von einzelnen ProfessorInnen und so, dass man sowas versucht zu nutzen, wenn das die Unternehmen nicht selbst schaffen. Aber mit den Lieferkettengesetzen müssten sie ja eigentlich selbst diese mehr Transparenz auch herstellen. Und was ich ein bisschen vernachlässigt hatte, war die internationale Ebene. Ne? Also jetzt hatte ich vom deutschen und europäischen Lieferkettengesetz gesprochen. Aber damit auch Betroffene nicht abhängig von der Gerichtsbarkeit ihres eigenen Landes sind, ob da die Missstände wirklich angezeigt werden und das Gericht dann zu ihren Gunsten entscheidet, dafür braucht es ja wirklich dann auch international gleiche Rahmenbedingungen und die Möglichkeit, bei diesen Missständen in transnationalen Lieferketten auch vor alle anderen Gerichte in anderen Ländern zu ziehen. Das Problem bei diesem Prozess mit dem UN-Abkommen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN-Treaty, ist, dass der halt seit Jahren so stockt, jetzt ist wieder ein bisschen mehr Dynamik drin, scheint es. Also da wissen wir auch nicht, wie genau die Perspektive ist. Das kann sein, dass das noch einige Jahre dauert, bis da was zustande kommt. Das muss man abwarten. Also ich glaube, das sind so viele verschiedene Ebenen. Und was du meintest, dass wir VerbraucherInnen aber auch in der Pflicht sind, wir uns solidarisch zeigen müssen mit MenschenrechtsverteidigerInnen auf dieser individuellen Ebene, das ist ja auch total wichtig. Und da müssen wir als Zivilgesellschaft noch mehr in Kontakt treten, damit diese Fälle auch wirklich hier auf die Agenda kommen und den Menschen hier bewusst sind. Danke, Lara, auch nochmal für die Ausführungen. Ich würde jetzt auch nochmal das Podium quasi öffnen, also einmal alle einladen, sich noch zu beteiligen, Fragen zu stellen oder auch Gedanken zu teilen. Auch gerne im Chat, ich würde die dann auch vorlesen, wenn man nicht selber was vortragen möchte. Und ansonsten kam mir aber gerade noch die Frage, oder möchte Frank etwas sagen? Na, Herr Gold, erstmal muss ich mich entschuldigen, wenn ich ein bisschen später komme, ich habe es nicht geschafft, aber mal sagen, ob man nicht stärker auf die Bewusstseinsartikulierung hier in unseren Ländern nochmal darauf hinweist, dass diese
Rohstoffe, die ja uns eigentlich eine Menge Wohlstand bescheren, bis hin zu den Elektroautos, wo es ja auch sehr fragwürdig ist, unter welchen Bedingungen dort die Rohstoffe für die Akkus und E-Motoren abgebaut werden, ob man nicht doch hier im Inland auf die Industrie und Wirtschaft und auch auf den Verbraucher nochmal stärker bewusstseinsmäßig hinweist, dass man noch auch wie bei Change Your Shoes oder Make Chocolate Fair darauf achtet, was kaufen wir wo und unter welchen Bedingungen leisten wir uns diesen Wohlstand und diesen Luxus, der dann doch stark zu Lasten der Menschenrechtsbedingungen in diesen Ländern geht, ist ja nicht nur Guatemala. Und dann einfach auch versucht, gewisse Boykotte hier des Kaufverhaltens durchzusetzen. Also ich sehe keine andere Möglichkeit, also auch hier anzufangen, bei uns in der Bevölkerung zu sagen, wie bei unseren anderen Aktionen, das ist also eine große Menschenrechtsverletzung, die wir vornehmen, wenn wir dort unter diesen Bedingungen also unsere Luxusgüter kaufen. Also auch hier, ähnlich wie bei Change Your Shoes oder so eine Art Kampagnenbildung zu machen, auch gegen diese Produkte, die dort unter menschenrechtswidrigen Bedingungen abgebaut werden. Also in der Richtung könnte ich mir auch Aktionen hier vorstellen. Also nochmal auf so einer Konsumebene. Simona Lara, möchtet ihr dazu was sagen? Okay, dann fange ich mal an. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Frank, creo que es. Y ahí viene el otro desafío que tenemos. Yo sé que es que enfrentamos tantos desafíos hoy a nivel de la humanidad, ¿no? Que es el tema de las alternativas, ¿no? ¿Cómo ofrecer alternativas atractivas, ¿no? Digamos, ¿no? Ahí viene otro desafío, ¿no? ¿Cómo salir de esa trama de un sistema, digamos, ¿no? De consumo y un sistema, pues el capital y cómo se mueve hoy, ¿no? A nivel de prácticas imaginarios y de consumo que sabemos que son totalmente desastrosos para los bienes naturales y la vida como tal. Pero ¿cómo modificar las conductas individuales? Es un tema, sí, como decía el compañero, de formación política, de conciencia ciudadana, donde espero que las nuevas generaciones, los y las jóvenes hoy, ¿no? Pues ojalá le den mucha fuerza, ¿no? Porque es a esa generación que le tocará, y le toca ya, digamos, ¿no? Los impactos, ¿no? Y porque no es fácil cambiar conductas, o sea, el cambio de la conducta humana no es una cosa que se puede decretar, ¿no? Pasa por tomar conciencia y la toma de conciencia tiene que pasar por un proceso de reflexión crítica, acceso a información, formación política y procesos colectivos de organización, ¿no? Y entonces, por eso, y alternativas, ¿no? Que la gente diga, bueno, voy a dejar de consumir eso, pero en vez tengo esa otra oportunidad, ¿no? Entonces, son muchos desafíos, ¿no? Pero sí, solo quería decir que estoy de acuerdo con lo que decía el colega. Ja, hablo un poco español. Spanisch, ne? Also das verstehe ich eigentlich ganz verstanden. Also. Ah, es gibt eine Dolmetschfunktion. Ja, naja, habe ich jetzt gesehen, okay. Aber habe ich nicht rechtzeitig aufgerufen gekriegt. Ja. Alles klar, schade. Genau, wir hatten gerade noch mehr über Solidarität gesprochen und wie wir die Solidarität auch nochmal erhöhen können von Menschen hier in Deutschland und auch dann Betroffenen in Guatemala. Lara, hast du Ideen, wie wir das wirklich verstärken können, dass wir nicht in einer Überforderungs-, okay, noch mehr schlimme Dinge passieren, sondern, okay, wie können wir einfach wirklich solidarisch sein und auch sehen, das betrifft auch uns, was dort passiert, wie Simona das vorhin passend gesagt hat. Ja, es ist schwer, weil es ja auch oft dann
ja, negative Fälle, negative Nachrichten sind und so. Aber ich glaube, wenn man sich tatsächlich auch anschaut, wie die Menschen sich einsetzen, welchen Mut die haben, trotz der Repressionen, trotz dieses Systems, das bestärkt mich und ich glaube viele andere dann auch im Engagement, hier in Deutschland und Europa unsere Hebel zu nutzen. So, wir haben nicht die gleichen Risiken, wenn wir uns engagieren. Wir haben vielleicht auch andere Zugänge zu deutschen, europäischen PolitikerInnen und Unternehmen. Und das zu nutzen und dann sich gegenseitig halt dieses Wissen zuzuspielen und tatsächlich auch zu versuchen, die MenschenrechtsverteidigerInnen und ExpertInnen aus Guatemala und anderen Ländern mehr einzubeziehen in solche Foren in Deutschland und Europa, das ist, glaube ich, total wichtig. Also diesen Raum für sie auch noch mehr so zu öffnen oder auch, ne, bei Bildungsveranstaltungen, das ist jetzt auf einer ganz... auf dieser niedrigschwelligen Ebene, dass sie halt einfach auch für sich selbst sprechen können und ihre Forderungen hier anbringen können. Und das kann ja auch heißen, dass es nicht nur um ein deutsches oder europäisches Gesetz geht, sondern dass es auch heißt, könnt ihr bitte mit daran arbeiten, wir wollen hier Aufmerksamkeit für diese Gesetzesreform in Guatemala oder dieses Projekt, bitte macht bei dieser Kampagne mit, dass man da Bündnisse eingeht. Was ich noch zu Frank sagen wollte, der ja auch viele andere in guter Kampagne und so erwähnt hatte, wir machen ja auch relativ viel zu E-Mobilität und setzen uns auch im Arbeitskreis Rohstoffe für eine umfassende Mobilitätswende ein und so. Und diese ganze alternative Rohstoffwoche, die steht auch im Zeichen der Rohstoffwende. Also da fordern wir letztlich primär von Politik und Unternehmen, dass sie ihren Umgang mit Rohstoffen ändern, dass sie den Rohstoffverbrauch reduzieren. Und da sind wir aber letztlich ja auch alle in der Pflicht. Also da können wir alle mit zu beitragen, indem wir alle umdenken, wo brauchen wir wirklich neue Produkte, wo können wir unsere Handys, Elektrogeräte länger nutzen, wiederverwenden, wie können wir unsere Geräte reparieren oder uns dafür einsetzen, dass es eine bessere Reparaturinfrastruktur gibt. Da gibt es das Recht auf Reparatur, für das man sich momentan stark einsetzen kann. Kreislaufwirtschaft ausbauen. Also das sind so Sachen, wo wir auch versuchen, tatsächlich auf einer individuellen, aber auch auf einer strukturellen Ebene hier was zu bewegen, um den Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörung im Rohstoffsektor etwas entgegenzusetzen. Wir wissen, es reicht nicht aus, Lieferketten nachhaltiger zu machen. Die planetaren Grenzen sind da. Wir können nicht unendlich viele Rohstoffe immer einfach verbrauchen. Und insofern müssen wir da schnell umsteuern. Das werden wir ja auch nächste Woche dann auf dem Rohstoffgipfel diskutieren, wie das gelingen kann, wie wir diese Rohstoffwende umsetzen können. Ich wollte dazu noch ergänzen, wir brauchen nicht andere Autos in Masse. Wir brauchen eine komplett andere Mobilität, die mit weniger Autos und diesen Rohstoffverbrauch auskommt. Und mehr auf Alternative, wie es Fahrrad, ÖPNV und so setzt. Ne? Das muss das Ziel sein. Nicht immer mehr neue, erfinderische Autos, die eigentlich auch unsere Straßen immer mehr nur verstopfen und die Mobilität eigentlich verlangsamen. Ja? Je mehr Autos, desto langsamer wird eigentlich der Verkehr. Ne? Und dann haben wir auch ein Plus dabei, weniger Rohstoffe zu verbrauchen, wenn wir auf eine andere Mobilität setzen. Ja. Ja, das sind auch nochmal auf jeden Fall wichtige Punkte. Wenn es jetzt nicht noch weitere Fragen gibt und ich sehe gerade keine, dann würde ich das als praktische Überleitung benutzen, um nochmal auf die Alternative Rohstoffwoche hinzuweisen, die ja noch bis zum 17. Oktober stattfindet und dann auch nochmal am 18. Oktober der Rohstoffgipfel, das ist jetzt auch schon nochmal häufiger angesprochen worden, den gibt es ja auch im Livestream und da kann eben noch weiter über solche Themen wie eben E-Mobilität und wie können wir eigentlich eine nachhaltigere Rohstoffwende hinkriegen, diskutiert werden. Ansonsten bedanke ich mich jetzt bei allen, die hier waren, die zugehört haben und nochmal speziell ein Danke an Lara und Simona für ihre Inputs und Simon fürs Dolmetschen. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ja, tschüss, schönen Abend, vielen Dank. Schönen Abend, tschüss. Bis bald. Ja, schönen Abend. Kannst die Aufzeichnung stoppen, Theresa? War sehr interessant. Sehr schön. Gerne wieder.